Langsam, jetzt steht Recording da. Wir starten jetzt mit dem Lightning Talk. Herzlich willkommen von meiner Seite vom HFD. Schön, dass Sie jetzt heute Nachmittag in diese Session zu diesem Lightning Talk eingefunden haben. Es geht jetzt in den kommenden 30 Minuten um das Thema zeitgemäße Lehre und innovative Lehr- und Lernmethoden. Wir werden nacheinander drei, hoffentlich vier Lightning Talks hören. Und ganz am Ende wird Zeit für Fragen sein. Das heißt, nutzen Sie gerne den Chat, der ist rechts in der Leiste. Das wird am Ende gesammelt beantwortet werden. Ja, und dann würde ich jetzt direkt an Ingo Koller geben. Okay, herzlich willkommen auch von mir. Ich teile meine Präsentation. Ich hoffe, Sie können sie sehen. Aber jetzt mache ich noch einen Vollbildmodus. Genau, ich kann jetzt niemanden sonst sehen und auch keinen Chat lesen. Ich hoffe, also wenn was ist, dann bitte reinrufen. Genau. Ja, ich freue mich, Ihnen das Projekt CODIL vorstellen zu dürfen. Das heißt ausgeschrieben Kompetenzentwicklung durch digitale, authentische und feedbackbasierte Lehr-Lern-Szenarien. Es ist ein Projekt, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird, und zwar jetzt seit 1.8. Das heißt, das Projekt steht noch sehr am Anfang. Die Zielsetzungen des Projekts sind dreierlei. Also zum einen geht es uns darum, Studierende immer mehr fachlicher Handlungskompetenzen zu unterstützen, und zwar von Handlungskompetenzen, die für ihren zukünftigen beruflichen Kontext, welcher auch immer das sein wird, ob das Wissenschaft, ob das Wirtschaft oder Verwaltung oder irgendwas auch immer ist, dass sie da diese fachlichen Handlungskompetenzen erwerben sollen. Und wie versuchen wir das? Indem wir digitale Lehr-Lern-Szenarien entwickeln möchten, die authentisch und problembasiert gestaltet sind und in denen es zumindest teilweise auch eine enge Verbindung mit adaptivem Feedback gibt. Wir tun das Ganze in vier fachspezifischen Teilprojekten, die wir nicht ansehen oder angelegt haben als reine digitale Teilprojekte, sondern als Teilprojekte, in denen Produkte entwickelt werden, also Lehr-Lern-Szenarien entwickelt werden, die die Präsenzlehre didaktisch sinnvoll anreichern. Also wir haben hier eigentlich explizit so einen Blended Learning-Ansatz. Das Ganze ist auch eingebettet in eine zentrale Unterstützungsstruktur. Das heißt, da haben wir also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Beispiel mediendidaktische oder medientechnische Kompetenzen haben, die die einzelnen Teilprojekte auch begleiten und die auch zuständig sind für die Evaluation der Produkte, die in den Teilprojekten entwickelt werden, und auch für die Distribution dieser Produkte innerhalb der Universität Augsburg und auch darüber hinaus. Genau, wir tun das Ganze, habe ich gesagt, in vier Teilprojekten. Die sehen Sie ganz kurz hier aufgelistet. Ich gehe sie aber eh im Einzelnen durch. Das erste Teilprojekt hat den Titel Interaktive Videos zur Analyse komplexer fachlicher Problemsituationen. Hier geht es uns darum, dass in diesem Projekt authentische Videofälle produziert werden sollen, in denen, wie es hier steht, Disziplin- und berufsfeldspezifische Problemsituationen präsentiert werden. Also es, zum Beispiel in Lehramtsstudiengängen können das Videos mit Unterrichtssituationen sein, in denen irgendwas nicht optimal läuft zum Beispiel. Und diese Fälle sollen dann in entsprechenden Seminarveranstaltungen eingesetzt werden und können dann eben die professionelle Wahrnehmung und den professionellen Umgang mit den gezeigten Problemen auch fördern, wenn sie entsprechend dann eben didaktisch auch eingesetzt und weiter ausgestaltet werden. Wir machen das Ganze mit H5P, das heißt, wir können hier auch kognitiv aktivierende Elemente integrieren, wie zum Beispiel Beobachtungsaufträge oder irgendwelche Hinweise geben, worauf jetzt konkret geachtet werden sollen. Wir möchten das Ganze auch in StudIP integrieren. Das ist unser Learning Management System, das nicht nur ja in Augsburg eingesetzt wird, sondern auch in anderen Hochschulen. Insofern hoffen wir, dass wir auch hier Produkte erzielen, die auch an anderen Hochschulen oder für andere Hochschulen interessant sein können. Und als gewisses Sahnehäubchen möchten wir uns auch hier so in Richtung von 360-Grad-Videos und VR-Szenarien entwickeln und zumindest mal vier solche Videos auch erstellen, die in solche Bereiche oder die in diesen Bereich gehen. Das zweite Teilprojekt heißt Online-Kooperationsskript zur Bearbeitung von authentischen Fällen. Da ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man weiß, dass kooperatives Lernen, also das Lernen in Kleingruppen,
in aller Regel nicht funktioniert, wenn man einfach nur sagt, so, ihr arbeitet jetzt in Dreiergruppen für 15 Minuten zu, was auch immer, und dann stellt ihr mal vor, was ihr gemacht habt. Da gibt es ganz, ganz viele bildungswissenschaftliche Befunde, die zeigen, damit kollaboratives Lernen funktioniert, muss das angeleitet und strukturiert und unterstützt werden. Und hier möchten wir ein generisches StudIP-Plugin entwickeln zur Strukturierung von solchen Kollaborationsprozessen, indem wir zum Beispiel zwischen den Mitgliedern einer kleinen Gruppe verschiedene Rollen verteilen können und vielleicht auch die auf bestimmte Art und Weise prompten können, Ressourcen auch verteilen können innerhalb von kleinen Gruppen und so weiter. Und das Ganze soll dann eben eingesetzt werden können in synchronen oder asynchronen Diskussionen, die entweder face-to-face, aber auch online oder auch online stattfinden können und in denen auch wiederum über authentische, disziplinspezifische Fallbeispiele gesprochen werden kann, die zum Beispiel im Präsenzkontext präsentiert werden können durch die Lehrpersonen oder auch online präsentiert werden können. Das dritte Teilprojekt heißt tutorielle und peerbasierte Feedbacksysteme zur Förderung fachlicher Kompetenzen, insbesondere in Großveranstaltungen. Der Ausgangspunkt dieses Teilprojekts ist der, dass gerade in solchen Großvorlesungen mit 500 oder 800 Studierenden es oft eine ganz schwierige Sache ist, die Studierenden zu aktivieren. Und deswegen möchten wir hier ein StudIP-Plugin ebenfalls entwickeln, das also strukturierte Formen von adaptivem Feedback durch Tutorinnen und aber auch durch Peers ermöglicht. Dieses Feedback soll elaboriert sein, soll prozessbezogen sein, es soll trotzdem aber sozusagen auch in diesen Großveranstaltungen auch umsetzbar sein. Natürlich, das ist eine große Herausforderung, wenn ich 500 Studierende habe, dass jeder adaptives, individuelles Feedback erhält. Dieses Tool oder dieses Plugin, das uns da vorschwebt, das soll dementsprechend dann auch die Möglichkeit haben, dass ich fachliche Kriterien integrieren kann als Dozierender zum Beispiel, mit dem deutlich wird, okay, Feedback muss diesen und jenen Kriterien entsprechen. Wir möchten auch anleiten, Unterstützung dafür geben, wie dieses Feedback verarbeitet werden soll, um letztlich dann eben diese Aktivierung hinzukriegen und auch insgesamt eine günstige Fehlerkultur zu schaffen innerhalb von Großveranstaltungen. Ja, Herr Koller, da muss ich mich jetzt dann einmal einschalten. Die Zeit ist leider schon um. Vielleicht noch zwei Abschlussworte und dann muss ich sozusagen an den nächsten Speaker weitergeben. Okay, ich bin gleich fertig. Das vierte Teilprojekt heißt automatisiertes, KI-basiertes Feedback in simulationsbasierten Lernumgebungen. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass ein Algorithmus, der an der Universität Augsburg entwickelt worden ist, der Videodaten oder auf Basis von Videos menschliches Verhalten analysieren kann, dass diese automatische Analyse von Verhalten sozusagen als Feedbackquelle genutzt werden kann, zum Beispiel in schwierigen Gesprächen, wie zum Beispiel zwischen Ärzten und Patienten. Also das heißt, hier wird es insbesondere im Medizinstudium eingesetzt werden. Genau, hier sehen Sie noch die Projektbeteiligten, zumindest die meisten davon, und damit bin ich auch am Ende. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Danke für den Schnelldurchlauf noch am Ende. Dann würde ich direkt ohne Verzögerung weitergeben an den nächsten Speaker, David Fritsche. Sind Sie da? Ja, wunderbar. Dann gehören die nächsten 5 Minuten Ihnen. Ihr Ton ist noch aus. Jetzt hoffentlich hört man mich. Wunderbar. Gut, vielen Dank. Ich möchte Sie erstmal freigeben hier. Ich möchte unser Projekt Digitalisierung didaktisch denken D3 vorstellen. Was wir machen an der Hochschule Esslingen ist das individuelle und selbstbestimmte Lernen fördern. Das machen wir in 2 Handlungsfeldern. Einmal im mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundstudium möchten wir mit individualisiertem Feedback und digitalem Mathematikwissen die Lehre verbessern
Und zum anderen ein großes Handlungsfeld sehen wir im problemorientierten und forschenden Lernen in der Laborarbeit. Da bewege ich mich insbesondere im Bereich digitaler Zwillinge in mechatronischen Systemen. Und dazu habe ich bereits eine Simulationssoftware entwickelt vorab, die dazu zum Einsatz kommen soll. Das kann ich Ihnen zeigen, wie das aussehen kann. Man kann da relativ schnell zu Ergebnissen kommen. Also wenn man hier irgendwas konstruiert in dieser Oberfläche, irgendein mechanisches Gebilde, das muss man dann noch irgendwie fixieren und belasten. So, und dann hat man bereits ein Ergebnis, was man animieren kann und kann sich das Ganze von allen Seiten betrachten und bekommt da auch irgendwelche Ergebnisgrößen angezeigt, also Verschiebungen oder Kräfte. Und das geht relativ schnell und kommt auch schon relativ früh im Studium zum Einsatz. Damit werden die Studierenden animiert, einfach selber mal ein wenig herumzuprobieren, um die Systeme, die da beschrieben werden, besser verstehen zu können. Also man versucht hier das selbstgesteuerte Lernen zu aktivieren durch Nutzung von solcher Software, die ich dann selber jeweils unter didaktischen Aspekten weiterentwickle. Und ein weiterer Aspekt ist eben, dass man das Ganze für digitale Zwillinge einsetzt und das will ich Ihnen auch an einem Beispiel zeigen. Hier sehen wir jetzt so einen SCARA-Roboter. Und der greift jetzt diese Teile hier und setzt die zusammen zu einem Tangram. Das heißt, man muss den Bewegungsablauf vorab in das Modell hineinbringen und dann kann man das Ganze simulieren. Das geht auch relativ schnell, so wie ich das eben an diesem winzigen kleinen Beispiel gezeigt habe. Und dann erhält man so ein Ergebnis und stellt fest, wenn ich den Roboter, den realen Roboter so programmiere, dann ist er in der Lage, dieses Tangram zusammenzusetzen. Und man kann jetzt das wiederum erweitern auf zum Beispiel eine andere Art von Roboter hier, so ein kleiner Tischroboter. Und die Steuerungsinformation für diesen Roboter die habe ich hier in dieser Datei hinterlegt. Das sind jetzt solche Befehle, Move L und Move J. Das sind so typische Robotersteuerungsbefehle, wo dann immer so eine Lageinformation kommt und eine Orientierung. Das kann ich direkt in meinen digitalen Zwilling importieren. Dann das Ganze simulieren. Man sieht jetzt die Simulation live. Das geht relativ schnell. Dann ist das Ergebnis da und dann kann man den Bewegungsablauf wieder visualisieren und der bewegt sich dann eben genau so, wie das eben in dieser Datei drin stand. Und wenn ich jetzt das reale physische Gegenstück habe, also den kleinen Roboter, dann kann ich mit derselben Steuerinformation den dieselben Bewegungsabläufe machen lassen. Und natürlich kann der jetzt auch mit irgendeinem Objekt interagieren, kann das greifen und irgendwo anders ablegen oder etwas sortieren. Und man kann natürlich dann solche Abläufe vorab mit dem digitalen Zwilling simulieren, sich überlegen, wie löse ich da ein gegebenes Problem optimal möglichst. Und wenn ich das mit dem digitalen Zwilling gefunden habe, kann ich das Ganze dann an den physischen Roboter schicken und
Hoffentlich verhält er sich dann genauso wie der digitale Zwilling zuvor. Und, ja, Herr Fritsche, da muss ich einmal kurz rein. Die Zeit ist leider um. Wenn Sie noch ein, zwei abschließende Sätze hätten. Ja, und das ist, da bin ich auch schon am Ende. Das ist genau das, was wir in den nächsten 3 Jahren in dem Projekt noch genau untersuchen wollen. Also ich insbesondere in meinem Teilprojekt Digitale Zwillinge in mechatronischen Systemen. Aber wir haben auch weitere digitale Zwillinge in anderen technischen Disziplinen und virtuelle Labore, die immer mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Gut, damit danke ich für die Aufmerksamkeit und bin bereits fertig mit meinem Kurzvortrag. Danke sehr. Wunderbar, danke schön. Gerne hier auch nochmal auf der Tonspur. Die Infofragen können Sie gerne im Chat aufschreiben. Da wird am Ende nochmal Zeit dafür sein. Und dann gebe ich direkt weiter an Wieland Müller zum dritten Lightning Talk. Ja, danke schön. Dann werde ich auch mal meine Präsentation hier teilen. Müsste jetzt in Vollbildmodus sein. Genau, ich arbeite an der Uni Rostock am Projekt Digitaler Campus der Uni Rostock. Bei uns geht es im Wesentlichen ganz simpel um die Etablierung der digitalen Lehrformate in der universitären Lehre, wo es ja auch schon sehr viel Forschung zu gibt, worin aber eben auch das Problem liegt, dass man eben eine sehr hohe Masse an Informationen hat. Und wir versuchen das Gesamte jetzt erstmal nochmal runterzubrechen und dann eben schlussendlich den Lehrkräften was in die Hand geben zu können, wie sie denn am besten digital lehren. Dafür haben wir erstmal versucht zusammenzufassen, was es denn an digitalen oder allgemeinen Lehransätzen gibt. Ganz einfach, klassisches Face-to-Face-Learning kennt ja jeder auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Online-Learning und gemischt dann das Blended- oder Hybrid-Learning. Gibt es auch viele verschiedene Definitionen zu, möchte ich jetzt aber gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Auf der Ebene darunter gibt es dann verschiedene digitale Lehrmethoden, die dann eben dazu dienen sollen, das Lernen insgesamt effizienter zu gestalten. Zum Beispiel einfach mobiles Lernen, Adaptive Learning, Collaborative Learning, Game-Based Learning oder ganz bekannt eben der Flipped Classroom. Da geht es darum, dass die Studenten erstmal zu Hause selbst digital sich vorbereiten, in Präsenz das Thema vertiefen und dann wieder zu Hause digital nachbereiten. Und das ist eben auch eine der großen Lernmethoden, die sich langsam immer mehr weiter durchsetzen in der Lehre insgesamt. Und in der untersten Ebene gibt es eben die verschiedenen digitalen Lehrelemente. Die kann man unterschiedlich kategorisieren. Hier haben wir sie jetzt einfach mal kategorisiert nach Art der Wahrnehmung. Die grundsätzlichen Wahrnehmungsarten sind eben visuell, auditiv und kinästhetisch. Gibt aber eben auch viele verschiedene Mischformate und dann noch den Grad der Interaktivität, den man mit reinnehmen kann. Und ja, man sieht das einfach so als Beispiel auditiv, einfaches Audio-Feedback mit Interaktion, wäre es dann ein Telefonat. Also es geht eigentlich nur darum, dass man erstmal eine Kategorisierung hat, mit der man dann weiterarbeiten kann. Aber basierend auf 2 Theorien, und zwar der Adapted Instance-Based Learning Theory und der Integrated Model of Information Presentation Format Research, ein neues Modell erstellt. Das sehen Sie jetzt hier nicht, da möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr drauf eingehen, aber wesentlich kann man in dem neuen Modell dann eben erkennen, dass es die externe Problempräsentation gibt, die dann eben ist die Darstellung eben der Lehre, also welchen Lehransatz man wählt, Lernmethode oder Lernelement, was ich eben beschrieben hatte. Und die hat dann Einfluss auf die Interaktion, wie die Studenten reagieren, auf das mentale Modell der Studenten, also die Einstellung oder Interessen, die Studenten haben, basierend auf vorheriges Wissen, die Lernperformance insgesamt oder eben auch die interne Problempräsentation. Die ist ähnlich wie das mentale Modell, aber betrifft dann eben die aktuelle Wahrnehmung auch der Lernmethoden oder der Lernansätze. Nicht basierend auf das, was wir schon kennen, sondern auf das, was direkt vorliegt. Und hinsichtlich dann eben der Lernansätze, Lernmethoden und Lernelemente versuchen wir über verschiedene empirische Studien, die es eben schon gibt, über Literaturrecherche herauszufinden, was dann am Ende am sinnvollsten ist. Ich möchte jetzt auch nur ein paar empirische Befunde geben in Bezug auf den Online-Learning-Ansatz. Betrachtet man eben die interne Problemdarstellung, ist es so, dass nicht groß überraschend Online-Kurse eben als bequemer wahrgenommen werden als eben traditionelle Face-to-Face-Lehre.
Die Interaktion von Studenten kann durch Online-Plattformen gefördert werden. Wenn die Studenten aber eben glauben, dass der Lernstil mit ihrem eigenen Lernstil übereinstimmt, also natürlich viel Wenn und viele hypothetische Sachen, die da immer mit reinspielen. Betrachtet man das mentale Modell, ist es so, dass ein sehr großer Teil der Studenten eben glauben, dass E-Learning angemessen ist und hilft, den Stoff besser zu erlernen. Also da geht es, wie gesagt, eben um das Empfinden, um die Erwartungen der Studenten, was sie denn denken, was das Beste ist. Und wenn man die Lernleistung betrachtet hinsichtlich des Online-Learnings, geht es dann eben darum, dass Online-Learning insgesamt zu einer größeren Notenstreuung führt. Heißt also, es gibt Studenten, für die es besser und für die es schlechter geeignet ist, aber insgesamt die Lernperformance im Schnitt ähnlich bleibt zu traditioneller Lehre. Das sind jetzt, ja. Nur der kurze Hinweis, langsam zum Ende kommen, bitte. Ja, ich war auch schon die letzte Folie, bin jetzt auch schon durch. Also, wie gesagt, das sind jetzt nur einige empirische Befunde zum Online-Learning-Ansatz. Und die versuchen wir dann eben aber auch für die anderen Lernansätze, Methoden und Elemente zu geben, die wir hier einmal dargegeben haben. Und darauf aufbauen dann eben den Lehrkräften ein bisschen was in die Hand geben können, wie sie dann ideal lehren können. Ja, Dankeschön. Okay, wunderbar. Ja, dann haben wir noch Zeit für den vierten Lightning Talk mit Marc Porter und Christopher Scheuer. Also hallo, ich bin Marc Porter, ich bin neulich Projektleiter im Bereich Blended Learning an der Musikhochschule in Mannheim geworden. Und ich bin Christopher Scheuer, bin zusammen mit Dr. Marc Porter eben auch Projektleiter in einem von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre geförderten Digitalisierungsprojekt. Und da Musikhochschulen besondere spezifische Anforderungen in ihrer Lehre an die Digitalisierung haben, haben wir einfach von den Kollegen ein paar Stimmen zusammengetragen und die in Form eines Films gebündelt, da wir ja eine Kunsthochschule sind. Und den sehen Sie jetzt. Viel Vergnügen. Natürlich sind die Anforderungen für die künstlerische Ausbildung im digitalen Bereich völlig andere als im wissenschaftlichen oder theoretischen Bereich. Dazu bedarf es anderer technischer Systeme, die sicherlich etwas schwieriger herzustellen sind, als wir das etwa für klassische Konferenzsituationen und den wissenschaftlichen und theoretischen Unterricht haben. Ich kann mir aber ein sehr großes Feld auch im Bereich Blended Learning vorstellen für den künstlerischen Unterricht im Sinne von Üben, von Orchesterstellentraining, Übestrategien, die Möglichkeit, sich selbst zu kontrollieren, Supervision zu betreiben und Ähnliches. Sie wissen, dass Fragen wie beispielsweise latenzfreie Übertragung wichtig ist, wenn man zusammenspielen möchte, aber die einzelnen Mitspieler an verschiedenen Orten sind. Beispielsweise Bild-Ton-Koordination ist ein wichtiges Thema. Und bei den darstellenden Künsten haben Sie natürlich dann auch vielleicht viele Personen, die sich frei im Raum bewegen. Die will man alle irgendwie ins Bild einfangen. Also da gibt es sicherlich Aufgabenstellungen, die Sie an einer Universität, wo ein eher vorlesungsartiger Unterricht online gestellt wird, so nicht gibt. Die Idee ist ursprünglicherweise die, dass in Gehörbildung ja bekanntermaßen oft Diktate gemacht werden. Also irgendwelche Akkorde müssen gehört werden, Rhythmen, Melodien, was auch immer. Und dass eigentlich solche Diktate nicht unbedingt nur in einem Präsenzunterricht stattfinden müssen, sondern tatsächlich auch digital outgesourced werden können, das leuchtet zunächst einmal ein. Und das war die ursprüngliche Idee von EarTraining, das es mittlerweile ja auch schon seit gut 6, 7 Jahren gibt, quasi gewisse Inhalte, die regelmäßig in so einem Unterricht stattfinden, außerhalb des Präsenzunterrichts machen zu können, um einerseits im Unterricht selber Zeit für andere Dinge zu haben und andererseits natürlich den Studenten und Studentinnen die Möglichkeit zu geben, das auch abseits vom Präsenzunterricht für sich zu üben, wann sie wollen, wie oft sie wollen und auch wie sie wollen.
Und das, wie Sie wollen, ist wahrscheinlich auch ein entscheidender Punkt, warum eine digitale Gehörbildungslehre sinnvoll sein könnte, weil im konkreten Fall eines Präsenzunterrichtes wird oft den Studierenden eine gewisse Art des Vorgehens aufgezwungen. Und das ist unter Umständen nicht immer die Art, die für das einzelne Individuum die richtige Art ist. Also um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, natürlich müssen wir erst erarbeiten, wie man zum Beispiel für eine Einführung in die Musikgeschichte digitale Lern- und Lehrmaterialien zur Verfügung stellen kann, damit das Ganze passgenau funktioniert. Die Lehrenden müssen wahrscheinlich das erste Mal einen Podcast produzieren und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und dazu eben auch gebracht werden, das zu tun. Außerdem müssen wir überlegen, wie wir zum Beispiel bei der Einführung in die Musikwissenschaften, das musikwissenschaftliche Arbeiten, dann berücksichtigen, dass wir für unterschiedliche Studiengänge diese Angebote strukturieren und dass sie auch im Laufe des Studiums immer wieder abgerufen werden sollen, dann nämlich, wenn ich es konkret brauche. Die digitale Bühne ist natürlich jetzt gerade für eine Hochschule, die jetzt eben sich ja der Musik und dem Tanz verschrieben hat, etwas ganz Wichtiges, dass wir einfach schauen, wie können wir traditionelle Formate auch digital für alle erlebbar machen, wie können wir den digitalen Künsten eine Bühne bieten und wie können wir vielleicht auch die Möglichkeiten erweitern, die es in der Realität gibt, aber man kann ja über die Realität auch hinausdenken. Die Idee der digitalen Bühne, die vor allem Professor Stangl ja entwickelt hat, jetzt auch nicht mehr ganz neu an etwas, was ja, glaube ich, wirklich doch was sehr Neues ist, nämlich die digitalen Künste ihrerseits wieder auf eine Präsenzbühne zu stellen. Und das war ja beispielsweise beim Heidelberger Frühling oder auch beim Berliner im Berliner Konzerthaus ein großer Erfolg. Und ich bin sicher, dass das also Kunst, ja, Formate klingt so sehr, sehr handwerklich, also sagen wir mal Kunstformen sind, die wirklich in der Zukunft immer weiter sich entwickeln werden und gleichberechtigt neben anderen Kunstformen stehen werden. Vielen herzlichen Dank. Schön, wunderbar.